Gerd Schmuckt ruft mich an. Ja, geh mal ja, ran. Hallo Herr Schmuckt. Sie, sind Sie aktiv auf Twitter gerade? Ich soll nicht auf die Idee kommen, dass Sie das sind. Ich muss sagen, das ist aber sehr naheliegend, ja, Herr Schmuckt. Irgendwie nimmt diese Story mit uns beiden nimmt irgendwie kein Ende. Ja, gut, aber das würde ich ja jetzt auch machen an Ihrer Stelle. Wenn ich das gemacht hätte, würde ich auch anrufen und würde sagen, ich war das nicht. Gut, da weiß ich Bescheid, Herr Schmuckt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, ciao, ciao. The act of pain is on a meeting point. Da telefoniert doch einer. Links, der abseits steht, da läuft doch einer. Guck mal, da läuft doch einer am Telefon zum Auto. Der steigt jetzt ein. Kann sein, dass der an der Meeting Point ist gerade. Dass er an der Meeting Point ist? Mhm. Okay. Kommt mal unauffällig vorbei. Ja, wir kommen vorbei. Entweder ist das der Knall, der da telefoniert, aber der ist mit dem Telefon ja, zum Auto ich hab gelaufen. Ich habe die Bestätigung. Wo ist der hin? Links. Richtung Bullen. Fahr jetzt links, 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 links. Und der kommt nächste links. Vielleicht fährt er auch zu dem Bullen. Da ist er. Ist halt gar nicht auffällig. Scheiß doch drauf. Wollen wir den mal grüßen? Soll er da wissen, dass er Angst haben soll? Ja. Ja, er sagte, er sitzt im Auto, ist nicht mehr an einem Meeting Point. Ich weiß, ich sehe den, ich stehe hier. Der steht vorm PD. Jetzt ehrlich? Der steht vorm PD, der ist gerade vor's PD gefahren und sitzt noch im Auto. In welchem? In dem. Was ist das alles, ja? Keine Ahnung, SUV, Mercedes, glaube ich. Bin SUV, mir aufgelegt einfach. Mercedes. Ein GLS? Ja. War ich. Hä? Hast du mir nicht geschrieben, der steigt ins Auto? Nein, der sitzt im Auto, habe ich geschrieben. Ach, der sitzt im Auto. Ja. Der ist nicht ins Auto. Oh. Alessio, du hast Rivers für den gehalten. Rivers war das? Der Typ, der da am Telefonieren war und ins Auto gestiegen ist, das war Rivers. Ah, verstehe. Ja, warte. Okay, aber der saß auch in einem Auto an der Meeting Point, oder was? Na, der sagte, als ich habe ihn gefragt, wo er ist, an der Meeting Point, hat mich da hingefahren. Als ich da war, sagte er mir, er sitzt im Auto und fährt. Und als ich ihn dann sagte, dass er sich wirklich in große Schwierigkeiten bringt und so weiter, hat er das Telefonat beendet und sein Handy ausgemacht. Okay, also ist es mir jetzt sehr wahrscheinlich sogar, dass der das ist, ja? Ja. Das Ding ist, Alessio, wir müssen dem Bullen was geben. Ja, wir können ihn nahen ja zeigen, aber... Ja. Was los? Ja. Welcher soll das sein? Der fährt wohl im Auto irgendwo rum. Der ist nicht hier direkt, aber der fährt irgendwo im Auto rum. Der hat sein Telefon jetzt auch ausgemacht. Möglicher Name, Hector Payne. Hector Payne? Ja. Yeah. Okay, ich meine jetzt weiter. Wisst ihr was von Auto? Nee, keine Ahnung. Also weiß keiner. Hat auch keiner gesehen. Okay. Jungs, Hector Payne fährt anscheinend im Auto rum. Perfekt. Heidel, dann fahr mal du die 6x6. Ja, aber es ist halt auch naheliegend, weil guck mal, erinner dich mal an die letzten, denen tatsächlich was angetan worden ist. Das sind dann meistens auch die gewesen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Da habe ich die Jungs dem noch Geld überweisen lassen. Die wussten gar nicht mehr warum, weil die danach eins auf die Birne gekriegt haben. Der Hector ist da rausgekommen. Und der ist dort rausgekommen. Und der Schmuck auch. Die anderen, die da rausgekommen sind, denen wurde gar nichts angetan. Ja, sie außer der Schmuck, aber... Ja, so. Außer Schmuck und Hector Payne. Die anderen, die auch Fresse bekommen haben dort, haben einen Baseballschläger auf Rübe bekommen und haben sich danach über eine Überweisung gewundert, die überhaupt gar nicht zuordnen können, weil die überhaupt gar nicht mehr wussten, was an dem Abend los gewesen ist. Ja, lass uns erstmal das mit den Bullen klären, lass uns das schnell durchkriegen und dann fahren wir zu Steinfeld. Wir erklären denen in Narnia, was der Phase gewesen ist. Aber die kriegen einen Sack über den Kopf. Komm. Okay, lass uns es versuchen wenigstens. Ja, wir probieren es. Wenn es nicht klappt, okay, aber lass es uns probieren. Okay. Wie gut, dass er das halt sagt, 2 Sekunden bevor du das zu ihm sagst, dass er einen Sack über den Kopf kriegt. Guck mal hier, wir haben Handschuhfach mitgenommen. Ein Sack für dich, einer für dich, seid ihr einverstanden? Ich werde aber jetzt erstmal einen Moment wieder. Für jeden ein schwarzer Sack. Wie könnt ihr, wenn ihr wollt, euch jetzt über den Kopf ziehen? Lass uns erst die Autos wegbringen von hier, bitte. Stark auch dabei? Ja. Okay. Okay. Dann treffen wir uns an der Casino-Garage. Jo. Wir haben jetzt 2 FIB-Leute mit einem Sack im Kopf. Ja, das ist die Neugier, die da kickt. Ja, natürlich. Die wollen jetzt unbedingt wissen, was das ist. Ja, die wollen unbedingt. Also...
Es wird uns da sonst nicht loslassen. Bei jedem Gespräch würde uns das... Aber da haben sie es einmal gesehen, aber... Aber der Standort ist noch nicht komplett verbrannt. Also Dings hat eine Pump-Action, aber die haben wir eben schon gesehen. Wäre gleich eine gute Möglichkeit. Die vertrauen uns so sehr, dass sie sich einen Sack über den Kopf ziehen. Nochmal einen Sack über den Kopf ziehen, Stark. Warte, hallo! Da bringst du mich so. Denn wenigstens noch in das Auto? Mach das erstmal, wenn ihr im Auto seid. Ja, setz euch erstmal rein. Na gut, komm, dann nehme ich den Schlafstick wieder ab. Danke. Was bin ich erst da? Und hopp. Ich guck mal. Ja, und das sieht doch gut aus. Jetzt unangenehm. Und jetzt noch meinen. So. Sehr gut. Und jetzt heißt es Kilometer zählen. Eins. Zwei. Das kannst du viel zählen. Ich weiß nicht, wie man hinkommt. Könnt ihr mir bitte vielleicht auch mal ein Fenster unter mir, wo ein Finger rausschauen, damit ich weiß schon, wo der Wind kommt. Das Gute ist, Ryan fährt so scheiße, ja. Nicht mal ich könnte erraten, wo er hinfährt. Nicht mal ich könnte erraten, wo ich hinfahre, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Für was riechst du das? Was riecht? Also. Das riecht nach Jute. Ich wollte schon immer mal zwei FBI-Agents auf der Rückbank mit dem Sack über dem Kopf haben. Jetzt sei mal in der Polizeikontrolle. Das könnte ein bisschen komisch in den ersten Moment wirken, aber... Wenn wir jetzt angehalten werden, wehe, ihr sagt irgendwas, warum ihr einen scheiß Sack über dem Kopf habt. Hilfe! Ja, genau. Die schreien einfach Hilfe und wir sind komplett am Arsch. So. Dann einmal aussteigen, ich mal einmal Türe auf und dann komm mal bei mich bei. So. Nimm dich mal hier am Arm. Ah, danke. Genau, du hältst dich bei mir einfach fest und dann einfach langsam folgen. Das ist ein Bild für die Götter, ich schwör's dir. Darauf habt ihr lange gewartet, oder? Jetzt kommt Stufen, Achtung. Achso, das hätte ich dir vielleicht sagen sollen, tut mir leid. So, nochmal Treppe, Achtung. Wirklich. Ich stolper hier von links nach rechts. Perfekt. Jetzt noch ebenerdig. So, stehen bleiben. So, und einmal den Sack runter. Bei dir auch, zack. Oh, Herzlich willkommen in der Werkstatt. Will was? Ja. Setz dich mal bitte auf den Stuhl. Nein. Ich will eine Gehaltserhöhung. Das könnte man doch besser wegputzen. Sieht aus, als würde ich es sauber machen. Obviously nicht, nein. Also, danach sieht es irgendwie nicht hier aus. Also, dann wollen wir mal mit offenen Karten spielen. Auf dem Stuhl hier saß Ector Payne. Okay. Und wurde gefoltert. Einfach aus Spaß. Wir hatten Lust, jemandem was anzutun. Weil nein, wir natürlich nicht. Eigentlich Psychopathen sind. Was habt ihr mit dem gemacht? Nein. Spaß beiseite. Wir haben mit der Nummer eigentlich relativ wenig zu tun. Ector Payne ist einer, der sein Geld damit verdient hat, für Gruppierungen und Organisationen Drogen vorzubereiten. Seines Zeiten Moonshine. Ja, und irgendwie genau das, was mir noch im Kopf schwebt, ist, dass der sagt, es sei nicht richtig bezahlt worden. Genau, richtig. Das ist das, was ich noch weiß. Und dato war allerdings noch gar nichts passiert oder ruf sowas. Ruf sofort zurück. Sondern ein paar Minuten. Das, was passiert ist, dass er überall rum erzählt hat, dass unter anderem ich und Alessio irgendwie... Warte mal. Ja? Ich will mich wie in einer neuen Fernsehserie. Los Santos, Idiot exposed. Und jetzt will er sich mit dir treffen, aber gibt mir nicht zu, dass er das ist. So. Ja, Schwachsinn. Jo, was für also, Bullshit. Das Ding ist, Kurzfassung, wir hatten den hier. Wir hatten den hier in diesem Keller und dem wurde ein Bein gebrochen, also weiß ich auch erst seit eben, aber gar nicht wegen uns oder einem Fall, wo wir oder das Casino mit drin hängen, sondern wegen einem Moonshine-Vorbereitungsbezahlding zwischen ihm und einer Gruppierung. See. So. Und das ist alles. Ja gut, pass auf. Dann lass uns so hin, wir wechseln während der Fahrt den Fahrer. Hier ist erstmal wieder dein Sack, hier ist deiner. Ach, Mann. Ulvers, komm her. Nee. Okay, wir können. Ey! Okay, halt mich fest. Stark fest. Festhalten. Ah, jetzt riecht's wieder nach Jute. So. Vorsicht, jetzt kommt Treppe. Ah, endlich sagt mir das jemand, damit ich nicht stolper. Einmal rum und nochmal Treppe. Okay.
Was war das? Hallo, ich hab. Wo bist du? Ich hab dich verloren! Ja, warte, hier. Ah, da. Okay. Yes. Ja, denkst du noch an mich? Oder? Ja, sorry, das ist echt voll. Ja, aber. Okay. Ja, Kurzfassung, wir haben irgendeinen merkwürdigen Psychopathen. Aber, okay, also ist das nicht so einer wie das mit Leo? So, nein. Auf, so, Vorsicht! Was, hier ist der warte. Spoiler. Was meinst du damit? Das mit Leo, okay, cool. Gab's mal einen, dass wir einen erfunden haben. Ach so, nee. Hör mal schnell zu mir. Nee, ich erkläre dir das mal in Ruhe, aber ist tatsächlich nein. Halb so wild. Das ist irgendein Dulli. Die meisten das sind. Ja, der irgendwie der Meinung ist, der müsste uns jetzt was antun. Twitter-Accounts, Tode gibt. Das war's schon, mehr wollte ich gar nicht. Mehr. Okay, alles klar, mach's gut. Jo, ciao. Da denn hoch gerade? Also wenn ich anfange, mich jetzt in Moonshine-Geschichten reinzuhängen, habe ich auch den ganzen Tag aber nichts anderes zu tun. Hier los? Was ist denn hier schon wieder los? Habt ihr Leute beauftragt, die den irgendwie holen sollen? Sollen wir mitkommen oder sollen wir hier bleiben? Ja, warte, wir holen den hier eben hin und quatschen hier im Auto mit dem. Ja. Wir sollen uns wirklich Schnauze halten. Ne? So richtig verstehen, ne? Mich. Ja, Sie. Warum können Sie mich nicht verstehen? Ja, Sie meinen, dass ich irgendeine Person sein soll, die ich nicht bin. Denn Sie sind immer noch Sie selber. Das waren Sie die ganze Zeit auch schon. Nur Sie haben einen Twitter-Account besessen, den Sie scheinbar jetzt auch gerade wieder gelöscht haben, der unter dem Tag Tode sind Morde geführt wird. Und ich frage mich ehrlicherweise, welche Intention man... Also, wenn Sie doch ein Problem haben, warum muss man das über Twitter machen? Was wollen Sie damit erreichen? Also, Sie meinen ja jetzt diese Nummer, die damals war. Hm? Also da, wo ich mit Ihnen damals geredet habe, genau. Bezüglich meine Geld und so. Genau, da haben Sie uns ja damals am Ende noch gesagt, jo, das Ding ist durch, ich habe mein Geld bekommen. Und deswegen haben wir auch letztens den Fall auch mehr oder weniger beschlossen. Ja, Sie. Aber nochmal, du hast dich jetzt in eine Lage gebracht, wo du Personen bedrohst, die damit absolut nichts zu tun haben. Wie sinnvoll hältst du es, oder was denkst du, wäre es vielleicht sinnvoll, mit den beteiligten Personen mal zu sprechen? Und dem vielleicht zu sagen, haha, ich habe da jetzt 1, 2, 3 neue Infos bekommen, das, was ich da gemacht habe, war gar nicht so klug. Ja, das würde ich dir schon machen, aber ich weiß nicht genau, mit welchen Personen ich mich da angelegt habe. Also, sollen wir dir weiterhelfen? Ich wollte gerade sagen, sollen wir dir vielleicht weiterhelfen? Sollen wir da vielleicht also was machen für wenn, dich? Wenn sie da Kontakt, ich glaube, die Dennis, oder? Ja, unter anderem. Andere und vielleicht auch noch andere Personen. Die Nummer von Dennis habe ich, glaube ich. Ja, vielleicht auch noch 1, 2 andere Personen vom Casino. Stopp. Warum? Schönen guten Tag, Herr Payne. Schön, Sie wiederzusehen. Es tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Dass ich den Anschein erweckt habe. Dass ich Sie bedrohe. Mhm. Das war wirklich nicht gewollt. Herr Payne, ich sag Ihnen was. Ich habe den beiden Herrschaften vom FRB hier alles erzählt. Ich habe den Herrschaften vom FRB erzählt, dass sie in dem Folterkeller gewesen sind. Ich habe ihnen erzählt, dass sie Moonshine vorbereitet haben damals und dass das Stress um finanzielle Dinge ging. Und genauso habe ich den beiden erzählt, dass ich derjenige gewesen bin, der ihnen, glaube ich, das Geld sogar in die Tasche gesteckt hat, richtig? Das ist richtig. Obwohl das gar nicht mein scheiß Problem gewesen ist. Genau, und damals wurde ja auch gesagt, wenn ich dann nochmal mit dem Polizei rede, dass es nicht so gut ausläuft. Und deswegen weil sie den ganzen Tag nur Scheiße erzählen, wenn der Tag lang ist. Es geht nicht darum, dass sie grundsätzlich nicht mit der Polizei reden dürfen, sondern es geht darum, dass sie damals einen großen Haufen Scheiße gelabert haben. Frage. Und ich bitte Sie, diese Frage ehrlich zu beantworten. Bin ich derjenige gewesen, der Ihnen das reingebrochen hat? No, das war irgend so ein anderer Bub. Gut. Ist es irgendjemand vom Casino gewesen, der Ihnen ein Bein gebrochen hat? Ich weiß genau den Unterschied nicht wirklich. Bei all diesen Punkten könnte man noch sagen, okay, vielleicht meinen Sie ja wirklich nur die Personen, mit denen Sie damals die Probleme gehabt haben. Und Sie meinen gar nicht mich. Aber dann reden Sie dem FRB gegenüber von den reichen, einflussreichen Leuten und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie irgendwie doch mich damit in Verbindung bringen wollen. Ich bringe Sie nicht direkt damit in Verbindung. Ich meine halt nur, Sie standen damals hinter diesen Enrico. Und das ist halt meine Angst in etwa, weil sie stehen hinter ihm und Hallo. Sie sind halt etwas reicher, so ich es annehme. Okay.
Belass es einfach dabei, entschuldige dich hier und dann ist gut. Bleib auch in diesem Kreise hier. Es wird, ich will mich wirklich gerne bei Ihnen entschuldigen. Ich hoffe, Sie können meine Entschuldigung annehmen und ich hoffe, dass es bei dem letzten Missverständnis bleibt, was wir jemals in unserer gemeinsamen Zeit haben. Rivers, Finger, was habe ich dir dazu gesagt? Da kann ich Herr Rivers nur zustimmen. So, dann, Herr Payne, freut mich, dass wir helfen konnten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, okay. Herr Payne, ich wünsche was und tschüss. Keine Quitter, ihr könnt es mehr machen. Sie, okay. Und wünsche Ihnen einen sehr angenehmen Abend, die Herren. Und hoffe, Sie können diese Nacht sehr gut schlafen. Sie, du auch, amigo. Mach's gut. Adios. Adios. So. Trinken wir uns ab. Jetzt brauche ich den. See. Trinken wir zu viert noch. Wodka. Weiß ich, warum du mir den Schlaf gegeben hast. Dann auf was euch. Was tun wir? Nun gut, wo darf ich euch noch hinfahren? Wir gehen eine Runde spazieren. See, alles gut. Der Anzug ist sowieso nass. Wir holen uns da ein Auto. Ich wünsche euch einen angenehmen. Schönen Abend, bis die Tage. Ebenso, macht's gut. Ciao, ciao, Jungs. Ja. Stuck, wir zu Maku. Und wieder immer sind wir fein raus aus der Nummer. Der Angst hat. Yep. Okay, der trifft sich jetzt gleich mit einem von uns am Meeting Point, den er da eh kontaktieren wollte. Der fährt mit ihm dann zum Last Salon. Mhm. Und dort packen wir ihn ein. Ja, wir können dem nur nichts antun, die Bullen wissen sonst sofort, dass wir das waren. Ja, okay, von mir aus tue ich dem auch was an. Aber wir werden dir mal ganz tief in die Augen gucken. Ja, passt. Wo sollen wir denn hinblicken? Wir kommen einfach zu euch. Okay, passt. Also wenn es für euch fein ist. Nö, ist okay. Wir haben da auch einen zu den Laumen. Spitze, alles klar. Machen okay, wir so. Bis dann. Ja. Wir gehen gleich noch im Ping-Restaurant lecker essen. Oh, sieh, ich habe auch ein bisschen Hunger. No, ich wollte gerade sagen, das machst du nicht. Hab keinen Führerschein. Ehrlich nicht? Nein. Du hast Bulle, du musst doch alle Führerscheine haben, oder nicht? Aber meine Dienstwaffe war 50er Kaliber, ist ja. Seh. Wollen wir da wirklich drüber reden? Oh. Ein Dulli nach dem nächsten, ey. Der kommt halt wieder. Seit einem Dreivierteljahr nicht da gewesen und macht genau da weiter, wo er irgendwie... Oh, meine Fresse. Ja, und wir haben den ja damals schon zweimal gehabt. Wir haben den ja auf dem Golfplatz gehabt und dem gesagt, Alter, regulier dich oder Problem. Seh. Ist gut? Seh, alles bestens. Okay. Schönen Abend euch noch beiden noch. Auch so, Raffi. Ja, Raffi. Ciao. So. Ja, wollen wir Stein hier auch dahin holen oder so? Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Weiß nicht, ob der da gerade bei sein sollte, weil du weißt nicht, was der Typ am Ende ausbringt. Ja, stimmt. Ja, wie hieß der, mit dem der ein Problem hatte? Weißt du das noch, Ryan? Hab ich vergessen. Ja, Enrico. Ja, genau. Seh. Dann kommst du jetzt nicht. Der kriegt der hier jetzt nicht so wenig Fühlung. Der kommt jetzt gleich erst, oder was? Ja, der ist jetzt unten auf dem Parkplatz gerade gewesen. Sie. Und jetzt haben die Pinks den kurz eingepackt, weil jetzt werden wir natürlich dieses nette Gespräch, was wir gerade mit dem vor der Polizei hatten, werden wir den jetzt nochmal ein bisschen unangenehmer bei den Pinks nochmal kurz mit dem weiterführen. Und damit ist das Ding vom Tisch. Vollpfosten des Todes, ehrlich. Hey, Herr Payne, einen schönen guten Tag. Schön, Sie zu sehen. Hola. Hallo? Schön, dass wir eben gerade bei der Polizei alles in einem netten, öffentlichen Gespräch mit dem FRB zusammen klären konnten. Das haben wir doch geklärt. Das haben wir vor der Polizei geklärt, richtig. Ich dachte, wir sind... Setzen Sie sich doch mal hin, Herr Payne. Machen Sie sich doch mal ein bisschen gemütlich. Wo, was ist die Autobatterie? Hinsetzen, gemütlich machen. Okay. Herr Payne, was habe ich Ihnen denn damals gesagt? Was passiert, wenn Sie zu den Bullen gehen? Dann werde ich... Werde nicht gut sein. Und was haben Sie heute gemacht? Ich bin zu den Bullen gegangen. Boah, da will ich auch mitmachen, ne? Habe ich Ihnen gesagt damals, dass das keine gute Idee ist, zu den Bullen zu gehen? Ja, haben Sie...
Und was machen sie? Sie kommen nach Ewigkeiten wieder hierhin und das Erste, was sie machen, sie gehen zu den Bullen. Ich wollte nur den Enrico, nicht Ihnen. Habe ich Ihnen damals nicht sogar Ihre scheiß Kohle gegeben? Ja, das ist so. Also, Hector Payne, frage ich dich, wie willst du wieder gut machen, dass du mit deiner Scheißaktion meinen Folterkeller hast auffliegen lassen? Sie. Der ist nämlich jetzt verbrannt, Amigo. Aber heißt Payne nicht Smerz? Sie. Also sag es mir. Ich baue Ihnen einen neuen. Du baust mir einen neuen. Nenn mir einen Grund, warum ich nicht einfach 36 Schuss in deinen gottverfickten Hals setzen soll. Weil ich ein Idiot bin. Das ist kein Grund, das ist ein Grund, es zu tun. Sieh, das spricht dafür. Ich bin ein Idiot, der einfach ein Idiot ist. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Hast du beim letzten Mal nicht gelernt, dass es eine verfickte Scheißidee ist, sich mit uns anzulegen? Ich wollte mich ja nicht direkt mit Ihnen anlegen. Hast du beim letzten Mal nicht gelernt, dass wir an jeder verfickten Ecke auf dich warten werden? Du machst irgendwo einen scheiß Spaziergang, du guckst dir irgendwo ein Restaurant an und wir warten in einer verfickten Kühlkammer auf dich. Weißt du, was das Limit daran ist? Dass keiner davon Geld zieht für das, was die Leute machen. Die machen das, weil eine Hand die andere wäscht. Und du bist der kleine Fleckpartikel, der weggewaschen wird. Nein. Ich finde nicht, dass der Payne weggewaschen gehört. Denn der Payne hat jetzt Schulden bei mir. Was? Wie viel? Sie schulden mir jetzt einen Folterkeller. Wissen Sie, was das Gute ist, Herr Payne? No. Wenn man Schulden bei mir hat, dann stirbt man nicht so einfach, weil dann kann man die ja nicht bezahlen. Das stimmt. Sie haben 24 Stunden Zeit, sich Gedanken zu machen, wie Sie meinen Folterkeller ersetzen. Und dann werden Sie sich bei mir melden. Machen Sie einen anonymen Twitter-Account. Oder, und ich sage es ein für alle Mal, reden mit den Bullen. Dann wiederum, Herr Payne, sehen Sie vorne das Hühnchen? Das mit Flug, mit Federn oder ohne? Nee, also beide. Das in der Mitte sind sie vorher. Mhm. Und das links daneben sind sie nachher. Oh. Okay, ich werde mir da was einfallen lassen. Und glauben Sie mir, wenn was Gegenteiliges passiert, kommt es mir zu Ohren, wie Ihnen der heutige Abend gezeigt haben sollte. Nee, okay. Schönen Abend, Herr Payne. Bis morgen. Tschüss. So fast, all tied up like a cat.